of you just come running by. Pictures of sunny day with your smile in the park. Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Stable Online, heute am Dienstag. Ja, mir wurde schon gesagt, ich hätte eigentlich gar nicht beenden müssen, weil jetzt die Quest sowieso schon bald vorbei ist. Ja gut, gucken wir einfach mal noch rein. Und dann würde ich sagen, machen wir dann eben mit Hot Promise noch ein paar Rennen notfalls, denn die Gute ist jetzt Level 14, hat noch ein bisschen was vor sich, bis sie Level 15 wird, denn ich will sie endlich demnächst einmal in Championaten reiten. Eventuell, wenn morgen das neue Championat kommt, dann würde ich es natürlich auch gerne dann schon reiten. Aber ich glaube, das schaffe ich nicht mehr, weil es liegt wirklich fast noch ein komplettes Level vor mir. So, und ich habe schon wieder vergessen, den Ton auszumachen. Mensch. So. Hier müssen wir mit dem Einsiedler reden. Da vorne steht Madison, die gerade abdanzt, obwohl sie ja eben Night Dust verloren hat. Madison, was hast du dir nur dabei gedacht? Keine Sorge, wir werden Night Dust finden. Ja, das verspreche ich. Dieser Antwirt. So hinterhältig wie damals. Ja. Dina, kannst du einen Pulli für Madison holen? Es sollte einer drüben in meiner Tasche sein. Madison muss warm bleiben. Na klar. Oh je. Ja, gut, dass der uns hier gefunden hat. Eieieiei. Käse hier. So, Madison, versuche dich etwas auszuruhen, während ich mit Dina rede. Dina, ich hätte nie gedacht, dass dieser Tag kommt, als ich ihn plötzlich wieder sah. Ob ich weiß, wer Herr Anvir ist? Naja, ich habe noch ein Hühnchen mit ihm zu rupfen. Ich muss Madison jetzt nach Hause bringen. Sie braucht ihre Ruhe. Aber ich glaube, ich weiß, wie wir Herrn Anvir finden können. Sicherlich hat er alle seine Sender ausgeschaltet. Ich rufe dich dann an oder so. Ich muss nach Hause etwas nachdenken und nach alten Papieren schauen. Ich melde mich. Suche Anvir bitte nicht auf eigene Faust. Versprichst du mir das? Okay. Gut. Übrigens, hier, dachte, dass du das hier für deine ganze Hilfe kriegen könntest. Du kannst es ruhig jetzt schon nehmen. Ich melde mich dann, ruhe dich jetzt aus und sammle etwas Energie. Der Einsiedler und Madison gehen zurück. Jetzt heißt es warten, bis der Einsiedler wieder von sich hören lässt. Ja, Tatsache, und da ist die Quest auch schon vorbei und wir haben eine neue Hose bekommen. Die gesprenkelten Trainingshosen. Mit Reiten plus 3, Befehl plus 3. Der Einsiedler hat das für dich dagelassen, bevor er hastig verschwand. Ab Spieler Level 7 kann man für 305 Schillinge verkaufen. Hat für das Level auch eigentlich wirklich ganz gute Werte. Ich ziehe sie mal kurz an. Das ist jetzt nicht super schön. Es gibt eine ähnliche aus einer Quest, die mir besser gefallen hat. Aber sie ist okay. Ich ziehe trotzdem meine weiße Hose wieder an. Und ich würde sagen, wir reiten dann jetzt mal runter zum Einsiedler. Und können da dann noch die beiden Rennen machen. Mit Hot Promise. Ja, 3 Minuten hat uns das Ganze gekostet. Wir können hier unten bei Herrn Kott, könnten wir auch noch die Angelquests machen. Das wäre rein theoretisch auch noch möglich. Wir könnten aber auch noch nach Epona reiten und da noch rennen. Und da noch rennen machen. Wir haben ja noch jede Menge Möglichkeiten, was wir noch alles erledigen könnten jetzt in den restlichen Minütchen, die uns noch bleiben. So. Die Einsiedler-Rennstrecke, die machen wir als erstes. Ja, wir sind bereit. Wir wollen keine Energie sammeln, wir wollen trainieren, damit wir noch schneller hinter Herrn Anvir her sind, wenn er uns dann das nächste Mal irgendwie entwischen will. Gut, das letzte Mal hat er das ja auf eigene Faust gemacht mit seinem Kumpanen da. Und diesmal anscheinend ist Dark Core auf seine Pferdestehlfähigkeiten aufmerksam geworden. Aber wisst ihr, was ich richtig feiern würde? Wir haben jetzt schon so viele Leute immer mal wieder gesehen. Ich würde es richtig feiern, wenn in irgendeinem anderen Gebiet was dann reinkommt. Wenn wir da nochmal auf Herrn Campbell treffen würden. Der muss ja auch irgendwo hin sein. Und das wäre so cool, wenn der nochmal irgendwo in der Quest drin vorkäme und wir den wieder mit hochrotem, explodierendem Kopf vertreiben könnten. Ach, das wäre schön. Das ist so lange her, seit wir den das letzte Mal gesehen haben. Ich vermisse den richtig. Den und seine ekelhafte Art. So. Ach, guck, hier macht gerade noch jemand das Rennen. Die Jane.
Mit dem braunen Easy, das ist so süß. So, da muss ich gar nicht erst springen. Das hier, die Stelle, die finde ich so blöd. Weil man bleibt fast immer irgendwo hängen. Ich finde das Rennen gar nicht so einfach. Es ist an sich recht einfach zu reiten, aber recht schwer zu meistern, sagen wir so. Weil ich finde, man kann recht leicht irgendwo hängen bleiben oder man vertut sich, so wie ich jetzt gerade. Ich wollte gerade schon vor dem Stein rein. Ja, da war ich etwas zu früh. Man kann echt so leicht irgendwo hängen bleiben. Das ist dann schon mal ein bisschen tricky. So, jo. Man sagt ja immer, ja, es ist leicht zu reiten, aber schwer zu meistern. So. Ja, hier reite ich jetzt wieder dran vorbei. Ein kleines bisschen Zeit sparen. Ups. Huch, was war denn da? War da eine unsichtbare Wand? Habt ihr das gesehen? Da war eigentlich gar nichts und ich bin da links abgedriftet. Was? Auch wenn ich jetzt hier den Fuchs so sehe. Auch ich will Royal Champion wiederholen. Aber ich habe keinen Platz im Stall. Das war die schwerste Entscheidung mit meines Lebens, Royal Champion wegzugeben. Aber musste ich machen für Dark Honey. So. Gut, natürlich. Man kann natürlich auch sagen, ihr hättet ja gerne ein neues Pferd kaufen müssen. Bist du selber schuld? Klar, hätte ich nicht. Aber wir machen diese Pferdekaufvideos einfach irgendwie Spaß. Ich bin jetzt momentan schon, dass ich ein bisschen weniger kaufe. Ich habe ja sonst alle 2 Wochen eins gekauft. Und jetzt habe ich zwischen den Friesen und den... Nee, zwischen den neuen und den Sportpferden habe ich ja keins mehr gekauft. Weil ich einfach auch sage, ich will ein bisschen Piano machen. Weil ansonsten habe ich auch wieder so extrem viele Pferde im nächsten 100er-Video zu zeigen, wo ich ja immer die Neuzugänge zeige. Und das ist schon ganz schön viel Arbeit, das da so fertig zu machen, die Videos. Natürlich, je mehr Pferde... Oder hier komme ich nicht... Doch, ich wäre hier wahrscheinlich runtergekommen, aber ich nehme trotzdem die Brücke. Und desto mehr Pferde ich habe, desto schwerer wird es natürlich auch... Oder umso länger dauert das Video dann einfach. Und deswegen möchte ich momentan ein bisschen weniger kaufen. So, dann machen wir hier mal gerade noch das Rennen. 250 Erfahrungspunkte gibt das ja. Und dann könnten wir rein theoretisch noch ein bisschen hier durch die Gegend eimern. Ich werde jetzt aber niemanden mitnehmen, weil ich habe es nicht angekündigt und es war ja prinzipiell, ist es ja kein Ausbuddelritt oder eine Questfolge. Es ist eine Questfolge, es ist ja prinzipiell kein Ausbuddelritt oder ein Stallgeflüster, was ich angekündigt hätte. Das hier ist ja jetzt gerade nur ausweichtechnisch und da bin ich falsch geritten, da kann ich nämlich Zeit einsparen. Wenn ich rechts rumreite, das habe ich gerade verbockt. Ich bin das Rennen schon so Ewigkeiten nicht mehr geritten. Früher habe ich das eigentlich jeden Tag gemacht, als ich noch hier meinen Stall hatte, aber den habe ich ja jetzt schon länger nicht mehr hier. Von daher, was ist ein cooles Rennen. Ich mag die Rennen, die in Epona dazugekommen sind, sehr, sehr gerne. Und ich bin wirklich sehr gespannt auf das Championat, muss ich wirklich sagen. Bin ich ultra neugierig drauf. Bislang ist ja auch in jedem neuen Gebiet ein Championat gekommen, außer im Dinotal. Ich denke, beim Dinotal haben sie es weggelassen, weil man da rassentechnisch zu sehr festgelegt wäre. Wenn man da ja nur mit dem nordschwedischen Kaltblut, dem Fjordi und jetzt ja eben auch dem Isländer, was ja mir ja mal deutlich später dazugekommen ist, weil man ja nur da mit diesen 3 Rassen starten kann. Und ich denke mal, deswegen haben sie da keins gemacht. Wobei ich es trotzdem cool finden würde. Ich meine, man ist ja nicht gezwungen, ein Championat zu reiten. Und man könnte ja rein theoretisch auch mit den anderen Pferden mitreiten, wenn man dann Spaß dran hat. Von daher fände ich das eigentlich auch ganz cool, wenn es da auch was gäbe. Aber gut, so über den gefrorenen See, das wäre doch schon ganz cool eigentlich. Aber ich glaube nicht, dass das noch kommt, muss ich ehrlich sagen. Das kann ich mir nicht vorstellen. So. Oh, der weiße Andalusier, der steht bei mir auch immer noch auf der Wiese. Den könnte ich auch mal noch leveln. Ich muss mal gucken. Hot Promise wird ja dann erstmal noch eine Weile bleiben eigentlich, wenn sie ausgelevelt ist, auch für Championate. Es wird schwierig. Es wird wirklich schwierig für mich rauszufinden, welches Pferd ich denn als nächstes wegschicke.
Das ist nicht einfach. Ganz und gar nicht. Eine neue Höchstleistung. So, komm. Dann würde ich... Würde ich sagen, reiten wir gleich mal zu Dew's Farm. So. Und gucken da, ob wir da vielleicht noch ein bisschen was ausbuddeln können. Bei Dew's Farm waren wir bislang noch nie. Zum Ausbuddeln, meine ich. Das ist hier hinten. Das sind die östlichen Hänge. So, dann müssen wir hier runter. Ich habe noch ein bisschen... Ja, ein bisschen Platz habe ich noch im Inventar. Die beiden Sachen hier wollte ich immer noch verkaufen. Weil ich ja das blaue Meereshemd nicht so schön finde. Wobei ich auch überlege, für 305 Schillinge, ist es mir das wirklich wert? Irgendwann suche ich mal ein Vogelscheuchen-Outfit und ich habe keins mehr. Doch, ich habe noch Jaspers Hemd. Das sieht noch mehr nach Vogelscheuche aus. Es ist ja wirklich so orange, gelb, braun, dreckig kariert. Ah, jetzt bin ich heute wieder freundlich. Kann das Shirt nichts dafür, dass es dreckig aussieht. Kann derjenige was dafür, dass es eingefärbt hat. So, ja, wie gesagt, hier waren wir noch gar nicht unterwegs zum Ausbuddeln. Mal gucken, wo man hier was findet. Ich bin hier noch komplett jungfräulich, reite ich jetzt hier gerade rein. Wo könnte denn hier was sein? Ist jetzt halt die Frage, die östlichen Hänge. Wir sind jetzt auf bei Dew's Farm. Müssen wir hier wirklich hier hin oder müssen wir hier... Ich glaube, wir müssen eher da runter zu. Ich glaube nicht, dass wir hier auf der Farm was... da war doch was. Da war doch was. Zack. Wollen wir doch mal gucken. Was haben wir drin? Eine große Scherbe. Toll. Warte mal. Teil eines Schwertes. Okay. Dann ist das ja doch interessant. Also wie gesagt, beim Ausbuddeln kann man ja normalerweise mit. Aber das ist jetzt nicht als Ausbuddelritt geplant und deswegen nehme ich auch niemanden mit. Weil dann ist es wieder unfair, weil die kündige ich halt an. So. Wo ist denn hier noch was? Ich weiß es nicht. Also jetzt bin ich ja hier genau auf den östlichen Hängen. Ich weiß es nicht, ob das nur bei der Farm sein kann oder ob das auch hier hinten sein kann. Ich habe hier bislang noch gar nichts gesehen. Also nicht mal so ein Ausbuddelhaufen. Im Spiegelsumpf kann ja auch was sein. Da haben wir auch noch nicht geguckt. Der Sumpf ist groß. Da haben wir eigentlich der ganze Bereich hier. Das ist relativ viel, wo man da suchen kann. Schwierig. Gut, aber ich würde mal sagen, wenn ich gerade mal so aufs Öhrchen gucke, dann werde ich jetzt sowieso mal langsam die Aufnahme beenden. Ja, morgen kommt dann wieder die Postfolge. Morgen kommen die Update-News. Ich bin gespannt. Ich denke, dass das Championat in Epona ins Spiel reinkommen und für uns rauskommen, also erscheinen könnte. Was laber ich da? Ich verabschiede mich für heute. Danke fürs Zuschauen und danke auch an die Mädels, die da eben waren, für euer Verständnis. Das ist leider nicht selbstverständlich, aber top. Vielen lieben Dank euch und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns morgen wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.